Hallo zusammen, mein Name ist Katrin Hammes und wir sind heute auf dem Betrieb Hammes hier in Lützerath. Der Betrieb Hammes ist ein Milchviehbetrieb mit ca. 110 laktierenden Tieren und ich darf euch heute ein bisschen was über das Ruheverhalten des Rindes erklären. Aber dafür sind wir hier am falschen Platz. Also kommt mal mit! Kühe liegen sehr viel. Die ruhen sehr, sehr viel. Zwischen 7 und 12 Stunden am Tag. Bullen auch 12 bis 14 Stunden und ja, in dieser Zeit können die einfach entspannen, regenerieren, wieder kauen und einfach den Tag so ein bisschen genießen. Die Ruhephasen sind polyphasig, das bedeutet, die Kühe liegen über 6 bis 10 Phasen am Tag, jeweils für mehrere Stunden. Die Hauptruhephasen sind zwischen 12 und 14 Uhr und zwischen 21 und 6 Uhr morgens. In der Zeit liegen die Kühe besonders gerne und haben auch kurze Tiefschlafphasen. Wirklich schlafen, das ist meistens dann, wenn sie auch den Kopf zur Seite gelegt haben, tun Kühe allerdings nur ca. 30 Minuten am Tag. Und diese 30 Minuten sind auch nicht am Stück, sondern die sind eingeteilt. So, hier sind wir jetzt im Kälberstall angekommen. Und ja, wie ihr seht, stehen hier um mir herum 4 Kälber, die so ca. 2 Wochen alt sind. Und eigentlich, wenn wir jetzt nicht gerade mit der Kamera hier wären, würden die Kälber eigentlich jetzt auch schön ruhig im Stroh liegen. Kälber liegen ungefähr in den ersten 4 Wochen 90% und anschließend immer noch 70-75% am Tag. Und ja, genießen so ihre Ruhe und ihren Frieden und lassen sich's gut gehen. Zwischendurch wird noch ein bisschen gefressen und wieder gekaut. Und ja, ansonsten aber eben die Umgebung beobachtet, so wie die zwei hier auch. Oder einfach nur entspannt und relaxed. Besonders wichtig ist es beim Liegeverhalten, dass die Tiere eine geeignete Umgebung haben. Dadurch, dass sie ein hohes Körpergewicht haben, auch die Liegefläche nachgibt und sie sich so ganz entspannt auf einen weichen Untergrund legen können. Damit bin ich eigentlich am Ende meines Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!